Moin Leute, was geht? Wir gucken heute ein Video, wenn Tiere sprechen könnten. Das ist so eine Art Compilation, wo halt so Szenen von Tieren dargestellt sind und da spricht jemand dazu. Und heute mit dabei ist wieder... Natürlich wieder Marvin! Tada! So, wir starten mal direkt. Es kann nur geil werden. Oh ja. Ein merkwürdiges Intro auf jeden Fall. Kartoffelheit. Alter, ist das Mike, was? Komm schon, lass mich in Ruhe, es tut mir leid, ja? Mach dir dein Mädel! Bitte, nein! Das war doch hier schon brutal. Okay, damit ist jetzt gar nicht recht. Na klar, abtauchen? Abtauchen. Lol. Verpisst euch! Tschüss. Ja, nicht so, aber sag mal. Ganz ruhig, wir können das alles wie Gentlemen klären. Was, Gentlemen? Du hast versucht, mir die Freundin auszusparen. Ich pick dir ins Auge an. Hallo. Ich pick dir ins Auge. Ich hab morgen Geburtstag. Auf die Plätze, fertig, los. Schnell. Ja, Fleischberg, lass dich mal um. Ja, die war nicht so gut. Ist irgendwas? Alter, das war jetzt aber kein normaler Schiss. Okay, wer bist du und was machst du auf unserer Weide? Los, antworte! Quatschst du mich von der Seite an? Alter! Hä? Obwohl die Küche sind doch eigentlich viel stärker. Ist egal, es geht um die Aggression. Oh nein, ich glaube, ich habe vergessen, wie man fliegt. Okay, ich hätte jetzt gerechnet, dass alle das. Also langsam bin ich auch. Wo ist denn meine Brille? Hä? Was? Ah, das sind Touristen. Wisst ihr, das sind Touristen. Oh Gott, ich bin schon voll, das sind Touristen. Oh, guck mal da, guck mal da! Ah, das kenne ich, glaube ich, der bleibt da jetzt hängen. Ja, das ist so geil. Oh, da bekommt man ja heiß, aber bei dem Anblick bleib stehen, Baby. Ich könnte zu mir sein, Daddy. Lass mich in Ruhe, du Perversling! Hast du schon mal so ein Geweih gesehen? Richtiger Creep. Ja, das ist meine Laune heute. Warum ist ein Herzinfarkt? Scheiße, ich muss einen Krankenwagen rufen. Geht schon wieder alles gut? Ist halt einfach so. Vielleicht mal einen Blick riskieren. Was ist denn das für einer? Hey, ruhig bleiben, alles gut, kein Beinbruch. Oh, das sieht ja wirklich wieder hervorragend aus. Was soll denn das? Mann, ihr Haustiere, ihr wisst echt was Gutes, ne? Okay, Elba, Hundestimme. Ja, was ist denn? Die schon wieder. Ich finde die geil. Du, sag mal, Gabi. Gabi, hörst du zu? Ja. Du, ich hab nochmal bei uns beide nachgedacht und ich finde, wir sollten es vielleicht mal miteinander versuchen. Hey, alles gut, einfach so sein, jetzt aufgetan. Lol. Nee, die letzten beiden waren nicht so gut. Die Touristen waren die besten. Oh, haben wir eins? Nee, weiter. Warte doch mal. Ja? Na, Pippi, wie sieht's aus mit uns beiden? Willst du mal meine Muskeln anfassen? Nee. Wenn du magst, kannst du mir trainieren zum Gucken. Komm schon, hä? Hey, nicht mal ohne Scheiß, niemals in der Nähe eines Kängurus. Aber das ist ja ein Zaun. Das haut dich weg. Oh, du machst mich ganz wild, Baby. So ein süßer Elefant. Was, süßer Elefant? Einmal anfassen kostet 5 Euro. Sag das deiner Perle. Sag, das kostet 5 Euro. Und er gibt ihm sogar... ...in diese Situation gekommen bin, aber einer muss mir helfen. Bitte, Hilfe! Was ist los, du dummer Idiot? Das ist meine Nase! Ich hab aber Hunger. Hä? Was war deine Nase? Hä? Ach so, Mann. Ja, bist du blöd. Es liebt mich, will ich ja nicht stören, aber... Ich kann grad nicht. Ja, aber bei dir brennt's. Ist mir egal. Bei dir brennt's. Das ganze Hotelhaus steht schon im Flammen. Hörst du im Hintergrund die Feuerwehr? Los, Steven! Steven! Egal, Süße, ich komme! Steven! Gut. Endlich Feierabend! Oh, das ist wieder anstrengend. Was? Ich hätte das Kind seine Nase an die Scheibe drückt, lass ich Arme auf. Leute, habt ihr vorhin die Frau in dem rosanen Kleid gesehen? Die sah aus wie eine Presswurst. Da kriegt man Appetit. Oh, Scheiße, das ist unabhängig. Warum machen wir wirklich, wenn wir das könnten? Was machen Sie da an dem Auto? Ich ruf gleich die Polizei, Finger weg. Was machst du? Wenn du die Bullen rufst, dann mach ich die fertig. Oh, nein! Du dumme, dumme Ziel. Was? Was macht der da? So, bitteschön, dein Futter. Ist das etwa für mich? Ja. Das ist aber
Der kommt gleich nochmal. Da hat er nämlich zwei Sachen in der Hand, da kommt noch ein dritter. Der ist voll überfordert. Der kommt bestimmt nochmal. Ey, Mensch, kratz mir den Arsch. Jawohl, Eure Majestät. Madagaskar, ne? Ja. Hallo. Weg, du scheiß Hippie. Oh, Ferien und Wasserbombe. Hey Johannes, komm rein, das Wasser ist ganz warm. Gerne als Haustier. Du bist echt peinlich. Jetzt lege ich mich gleich in die Sonne. Wer will mir den Rücken eincremen? Und hier, das majestätischste Tier Amerikas. Gib mir sofort, dass du frisst. Die Hypotenuse ist die längste Seite eines rechtwinkligen Dreiecks. Die Länge der Hypotenuse kann mit dem Satz des Pythagoras ermittelt werden. Los, los. Okay, ich dachte, der Kipper geht weg. Okay, nicht nur Katzen kann man also mit dem Laserpointer fliegen. Ja, da war nichts Besseres zu tun. Hallo? Durchhaltevermögen. Ey, jeder, sofort runter von meiner Wiese, hier wirklich geknutscht. Habt ihr das kapiert? Verzieht euch, ja? Schatz, was soll das jetzt? Die Eltern sind ziemlich wütend. Sofort! Bring dich in Sicherheit, Baby, ich klär das. Komm doch her, du dumme Gans, wenn du nicht traust. Ich bin dumme Gans, ich bin schwarz, verdammt nochmal, ich hau dir die Fresse. Was ist die Dame sagen? Ich kann morgen so viel Eiscreme essen, wie ich will. Ach du Scheiße. Papa, sind wir bald da? Ja, eine Sekunde, Kinder. Papa muss erst mal kurz nach dem Weg fragen. Ich hab vergessen, wo es lang geht. Wissen Sie vielleicht, wie es zum Dorfteich geht, Mister? Okay, danke für die Antwort. Wissen Sie vielleicht, wo es lang geht? Richtig, du Penner. Alles klar, wir finden den Weg schon alleine. Das erste war besser, aber das zweite war auch gut. Das war okay. Aber zum Ende hin hat ein bisschen was gefehlt. Aber es kann nicht alles geil sein. Aber die Situation haben immer ganz genau gepasst, finde ich. Ja, das war schon echt nicht schlecht. Boah, ja. Ja gut, das war's dann auch vom Video. Und wir sehen euch da, oder ich sehe, wie auch immer. Ich sehe euch dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.